Hi, mein Name ist Bernd und gemeinsam mit meinem Kollegen Robert zeigen wir euch heute den Zweiwellen zerkleinerer Forus F38 von Eggersmann, den wir hier in Demmin gemeinsam mit der Remondes Seenplatte und Logistik GmbH erfolgreich erprobt haben. Beginnen wir mit dem Steuerungskonzept OneLogic, welches bei allen mobilen Eggersmann Recyclingmaschinen verbaut ist und dem Anwender eine intuitive Bedienung bietet. Der Forus F38 bietet hierbei voreingestellte Zerkleinerungsprogramme wie zum Beispiel Altholz, Müll oder auch Grünschnitt. Selbstverständlich ist der Forus über eine 10-Kanal-Funkverbindung aus der Ferne zu steuern. Wie bei all unseren Maschinen haben wir natürlich bei dieser Baureihe auch wieder ein besonderes Augenmerk auf Bedien- und Wartungsfreundlichkeit gesetzt. So kann ich über die großen Öffnungen jedes für mich relevante Bauteil gut erreichen. Die Wartung haben wir extra ergonomisch gestaltet, indem wir alle Filter auf eine Maschinenseite gebracht haben. Hier sieht man das Herzstück der Maschine, angetrieben von einem Caterpillar, 9,3 Liter Hubraum mit 380 PS. In Kombination mit einer Hydraulik von Bosch Rexroth, eine effiziente Maschine. Die besonders niedrige Ladekantenhöhe von 2450 mm und ein großvolumiger Trichter mit 7,5 Kubik sorgen für eine optimale Beschickung, ob mit Radlader oder Bagger. Des Weiteren achten wir darauf, verschleißfeste Stähle in allen Materialbereichen einzusetzen. Hier sehen wir das Herzstück der Maschine, die Zerkleinerungseinheit mit dem Wellenpaar in Ausführung Multi. Das bedeutet, wir benutzen ein Wellenpaar für alle Anwendungen. Multifunktional oder vielmehr universal, das erreichen wir durch unser Nachbrechbalken-Schnellwechselsystem. Dieser ist binnen 10 Minuten werkzeuglos zu wechseln. Hier sehen wir die Ausführung A5 zur Erzeugung eines Endkornprodukts von 0 bis 150 mm. Des Weiteren gibt es davon 4 verschiedene Varianten, um ein definiertes Endkorn zu erzeugen. Kommen wir zum Materialaustrag, welches über das einteilige Heckband passiert. Dieses ist selbst im Arbeitsprozess in den Neigungen 25 bis 35 Grad einstellbar, sodass wir eine maximale Abwurfhöhe von 4100 mm erzeugen. Für eine besonders effektive Ausschleusung von Eisen ist am Forus F38 ein höhenverstellbarer Neodym-Überbandmagnet verbaut. Hierbei kann der Anwender die Auswurfrichtung sich aussuchen, ob links oder rechts.